So, da hinten kommt auch schon der andere. Boah, Alter. Ich kann meine Freude nicht in Worte fassen. Ich finde den Kanu so geil. Ich bin absolut zufrieden, dass wir den haben. Und von meinem inneren Gefühl her könnte ich das Let's Play jetzt schon beenden. Und ich wäre einfach zufrieden. Ich wäre einfach zufrieden. Einfach weil wir den Kanu Taurus haben. No joke. Und gleich sehen wir ja den Unterschied zwischen Fallen Kingdom Typ 0 und dem normalen Vanilla Typ 0. Er riecht den anderen schon, ne? Gucken wir uns den nochmal an. Ich meinte ja, der andere hat kleinere Hörner und dickere Beine. Produkt transportiert. So, mal gucken. Er ist auf jeden Fall alt. Und er trinkt aus dem Boden. Ich glaube, das mit den kleineren Hörnern stimmt, aber die dickeren Beine. Ja, dickere Füße auf jeden Fall. Der ist gesamt irgendwie breiter, ne? Was spinne ich? Ich kann das echt gerade nicht sagen. Keine Ahnung. Naja. Hauptsache sind zufrieden. Nachschubanfrage bestätigt. Das ist mir wichtig. Wollte ich sagen. Ah ne, wir haben ja schon die 5 Sterne. Wollte ich gerade sagen. Dann holen wir noch den Akrokanto, aber. Brauchen wir ja eigentlich gar nicht mehr. Also theoretisch. Aber doch, um den Gewinn noch zu erhöhen. Und dann werden wir jetzt nur noch Mission vom Lambert annehmen. Die Leute fühlen sich gerne sicher. Das ist unser Job. Dieser Auftrag unterstützt uns dabei. Alberta Ceratops. Ich weiß nicht mal, ob ich den Alberta Ceratops schon habe. Ganz hinten in der Ecke versteckt sich einer, Alter. Ist das mies? Jetzt kommen sie sich mal näher. Okay, der ist so viel breiter. Ja, er ist komplett breiter. Breitere Beine. Die Hörner sind auf jeden Fall kürzer und er ist im Gesamt einfach größer. Der ist viel, 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 viel breiter. Okay, aber cool. Das gefällt mir. So, Alberta Ceratops. Erstmal gucken, ob wir den überhaupt schon haben. Finde ich gut, dass ich das auf jeden Fall nicht googeln kann hier. Also nach Namen. Das wäre noch gut in Jurassic World Evolution 2. Wenn du nach Namen googeln könntest. Also gucken könntest. Du gibst du irgendwo ein und dann wird er dir in der Genombibliothek angezeigt. Ich glaube, den haben wir noch gar nicht. Oder auf der Karte. Gibst den Namen ein und dann... Wenn ich könnte, würde ich diesen Auftrag selbst erfüllen. So gut ist er. Weißt du, wie teuer die beiden sind, Isaac? Sie weißt du, wie teuer so ein Spinofa-Dingsbums ist? Richtig, 2 Millionen. Und der kostet 3 Millionen. Wahrscheinlich werde ich 5 Millionen wasten. Gar nicht in die Tüte. Kleiner Freund. Und
unterwegs, um Futterstation zu füllen. Nachschubanfrage bestätigt. So. Schön. Nehmen wir erstmal einen neuen Auftrag an. Ich weiß noch nicht, wie ich das mache. Wir haben Arbeit, die interessant für Sie sein könnte. Das ist sehr interessant. Das kann ich erledigen. Dreadnoughtus. Was gibt's denn hier unten? Okay. Okay, mich interessiert, was das ist. Habe ich noch nie gehört, den Namen. So, Albertasaurus. Ne, wie heißt der? Albertaceratops. Okay. Pass auf, ich werde mich jetzt wieder bloßstellen. Wo lebte der Albertaceratops? Hier sind einige Ergebnisse. Oh, ja, danke dazu. Kanada. Er lebte in Alberta, Kanada. Okay. Das wäre ja dann... hier. Oder nicht? Das ist... nicht falsch? Nee. Das ist die USA. Gehört das ja auch noch zu USA oder gehört das zu Kanada? Müsste ich jetzt in Geografie besser aufgepasst haben. Agatha. Kentrosaurus. Pertus. Und das sieht mich aber auch. Dracorex. Agatha Mass. Jede Gelegenheit birgt auch Risiken. In diesem Fall haben Sie eine Gelegenheit genutzt. Gut gemacht. Dankeschön. Der Envortosaurus. Cool. Megatherium. Ich habe absolut keinen Plan, wo ich den finden kann. Also überhaupt gar nicht. Hinten waren ja auch noch mal viele Pflanzenfresser. Vielleicht ist er hier irgendwo dabei. Nö. Ich glaube, ich kann die Mission nicht machen. Ganz einfach, weil ich ihn nicht finden kann. Das tut mir jetzt sehr leid, Lambert, aber Sie müssen mir schon Aufträge geben mit den Säulen, die ich habe. Ich habe gerade von einem neuen Auftrag erfahren. Das nehme ich. Das scheint sich um etwas zu handeln, mit dem Sie leicht fertig werden. Naja, es liegt ja nicht ganz in meiner Hand, ne? Pass auf, den Akrokanto machen wir noch. Den holen wir uns noch. Job erledigt, wenn es nach mir geht. Du bist ein Kentrosaurus Apertus. Aber ein Kentrosaurus war so ein Stego-ähnlicher, oder nicht? Dr. Wu hat noch mehr Arbeit für uns. Sie wird ohnehin erledigt, so oder so. Mir wäre es aber lieber, wenn Sie dabei wären. Giganotosaurus. Oh, der war auch eine Weile lang mein Liebling. Und zwar, als ich Ark damals gespielt habe. Also, ganz früher. Ne, ich habe ja schon mal gesagt, dass das Spino mein Liebling war. Jetzt der Kano. Ganz, ganz früher.
war der Stegosaurus mein Liebling, weil ich in einem Land vor unserer Zeit geguckt habe und ich fand Spike war super. Doch, Stego. Danach war es der Spino, weil ich den in einem Kartenspiel hatte und ich fand den mega cool, weil es war vor der Brust ja die beste Karte. Dann hat sich das mit dem Spino nochmal verstärkt, als ich gesehen habe, wie der Spino und der T-Rex im, ich glaube, zweiten Jurassic Park Teil gegeneinander gekämpft haben. Oder war es der dritte? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, es war der zweite. Ja. Dann war es der Giganotto, weil ich Ark gespielt habe. Und dann war es der Carnotaurus. Ja, Mission starten, ne? Muss schon wieder einen T-Rex züchten. Gar keinen Bock. Gut, dass Sie dabei sind. Unsere Aufgabe ist es, neue modifizierte Ware auszubrüten, schlüpfen zu lassen und unterzubringen. Ich mach dich gleich zu einer Ware, Alter, Mann. Cola Sucus. Carbonemis. Lass einfach mal den nächsten Pack nur Pflanzenfresser nehmen. Werden die zwar die Mission nicht mitmachen, aber lass trotzdem mal tryen. Nächster Park, rein Pflanzenfresser. Das hier war ja ein reiner Fleischfresserpark. So, ein T-Rex mit der Modifikation Härte der Zähne. Trex, 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 Trex. Wo habe ich den Trex? Trexosaurus Rex. Wo ist denn der? Ich glaube, den hatte ich auf 96 oder so. Ist nicht mehr da. Ne, 94 hatte ich den. Alles klar. Härte der Zähne, also. Zerrt der Haut. Ah, hier, Härte der Zähne. Alles klar. Jetzt schon nur zu 85% lebensfähig, naja. So, dann Cerato mit aggressivem Verhalten. Ich sehe schon, worin es endet. Cerato, aggressives Verhalten. Ich mach die mal so billig und lebensfähig wie möglich. Ometria Cantosaurus. Den habe ich noch gar nicht. Ometria Cantosaurus. Habe ich noch nicht. Klar. Scheiß T-Rex. Ja. Jetzt einfach weiter. Eine neue Gelegenheit hat sich aufgetan. Das Wort kann ich nicht mal aussprechen. Mit bestem Willen nicht. Verzeihung. Wenn ich etwas nicht aussprechen kann, ist es von vornherein schon zum Scheitern verurteilt. Ich glaube, der Metria Cantosaurus lebte hier irgendwo. Bin mir aber nicht sicher. Kann auch sein, dass ich mich gerade wieder... Alter. Jungs, was macht ihr? Konzentration, Disziplin.
kostet mir ein bisschen zu viel. Metria. Sicherheitsstufe ist niedrig. Das halte ich aber wirklich für ein Gerücht. Oh, hier gibt es einen Jutyrannus, merke ich jetzt erst. Ja, her damit! Wie konnte ich den denn so lange ignorieren? Okay, mir reicht's. Mir reicht's. Okay, nee, wisst ihr was? Den will ich auch noch sehen, den Jutyrannus. Ist mir scheißegal. Wo lebt der Metria Cantosaurus? Laut Wikipedia, Metria Cantosaurus ist eine monotypische Gattung der Metria Cantosauridae, Sinraptoridae aus dem untersten Oberjura, unteres Oxfordium, ca. 163,5 Millionen Jahre vor heute, von England. England! Das sah gar nicht aus wie ein Engländer. England, 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 Italien, England, hier oben irgendwo. Metria Cantosaurus, jawohl. Aber noch irgendwo eine Stelle. Oh, da sind ja wieder so viele Dinosaurier. Ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir ihn da rauskriegen, sehr gering ist. Ja, nur da. Aber ich wusste, dass er irgendwo hier oben in der Region war. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, ob er in diesem Cluster war oder in dem Cluster hier hinten. Das war mir nicht mehr ganz klar. Okay, du bist lächerlich, dich will ich nicht. Okay, du bist auch lächerlich, dich will ich auch nicht. Euch habe ich Geld ausgegeben. Schmutz. Ich will... Wo war er? Jutyrannus. Was will ich noch? Ich will so vieles. Ostafrikasaurus. Und Kentrosaurus. Alter. Den Kentrosaurus, den will ich auch haben. Da kommt noch mal ein bisschen meine Liebe für Stegosauren durch. Aber jetzt einfach nur ein Stego in cooler. Oxford. Oxford Clay. Wallach. Bitte. Da ist so viel Scheiße. Ich möchte einfach den Metria Cantosaurus. Bullshit. Okay, die beiden haben sich konzentriert. Ist schon mal gut. Bin zur Futterstation unterwegs. Du machst das, das und das. Das sollte mal ein bisschen mehr. Die Dame. Jetzt habe ich diesen lächerlichen Louis hier als Dinosaurier bekommen. So, der Scheißdreck, den will ich nicht. Das habe ich nicht bestellt. So. Ach stimmt, ich kannte ja die Insel hier gar nicht weiter expandieren. Ich Dämel. Ich gottverdammter Trottel. Ich Vollidiot. Und dann kommt hier der Nova Raptor hin und... Und das Gebiet hier hinten kommt dann der Dings hin. Der Akrokanto. Den Jutyrannus würde ich ehrlich gesagt auch gerne sehen. Muss ich hier alles erweitern.
Weil wir das ja auch gleich auf eine Ebene heben können. Das sieht ja jetzt scheiße aus hier drüben. Was rennen die denn weg? Oh. Deswegen vielleicht. Bestätige Aufgabe. Das habe ich nicht mitbekommen. Dürfte ich fragen, wie das passiert ist? Och nee. Einmal macht er mir die Thumbnail-Findung leicht. Ja, das passiert manchmal. Zum Einsammeln des Produkts unterwegs. Was ist denn da passiert? Keine Ahnung, was der hatte. Hoffen wir einfach mal, dass es nicht nochmal passiert. Ist nicht gut für die Finanzen, wenn Leute sterben. So viel kann ich euch sagen. Ich mach's andersrum, ich mach hier hoch. So. Produkt in der Luft. Produkt in der Luft. Ich hab dir gesagt, Mädel, du sollst die Dinger nicht Produkt nennen. Das sind unsere Kreaturen. Kreaturen haben was Besseres verdient, als Produkt genannt zu werden. Produkt zugestellt. So. Machen wir das ein bisschen natürlicher aussehend. Darf das nicht ganz so steil sein. Boah, sieht voll steil aus, Alter. So. Hey, hier ist Ihr Freund Isaac und ich habe etwas für Sie. Isaac, und mein Freund. Damit meine ich das Angebot, dass Sie etwas für mich tun könnten. Klingt gut, oder? Ja, klingt mega geil. Isaac, Alter, mein Freund. Ich bin auf dieses Gehege unglaublich stolz. Es hat eine unglaublich angenehme Form. Das ist hoffentlich nicht zu groß. Um zu klein mache ich mir keine Gedanken. Zu groß ist das einzige Problem. Weil wenn ein Gehege zu groß ist, verschwenden wir zu viel Platz. Und das will ich nicht. Dies wäre inakzeptabel. Ich weiß jetzt nicht ganz, wie Leute da hinkommen sollen. Aber dort macht er finnerisch. Sie werden schon einen Weg dahin finden. Und wenn ich da mogeln wir halt ein bisschen. Zack. Muss mir egal sein. Es gibt eine neue Beobachtungsgalerie von Blau. Und wir haben vor allem hier.
Hä? Ach so. Dieses Gehege ist wirklich genau nach meinem Geschmack. Irgendwie. Weiß nicht ganz, wie ich das beschreiben soll. So, Krankheit ist ausgebrochen. Müssen wir uns auch gleich drum kümmern. Jetzt aber erstmal. Schön.